Heute möchte ich euch eine Erfolgsgeschichte von Audi vorstellen und dabei geht es um einen Kombi oder besser gesagt Avant, und zwar um den RS6. Das hier ist ein ganz normaler Audi A6 als Limousine und den gibt es natürlich auch als Avant. Und vor 20 Jahren haben sich viele Leute gefragt, warum gibt es nicht einen solchen Audi Kleintransporter mit reichlich Leistung und einer sportlichen Optik? Naja, Audi ist diesem Wunsch gefolgt und hat den R6 entwickelt. Und damals hatte das Auto einen V8 Biturbo-Motor mit 4,2 Liter Hubraum. Und er schickte auf 560 Newtonmeter Drehmoment an den Quattro-Antrieb. Denn ohne Quattro-Antrieb ist ein solcher R6 gar nicht denkbar. Also wie gesagt, das Ding hat reichlich Bums, ist mittlerweile in der vierten Generation angekommen. Und ich möchte euch mal die vier Generationen vorstellen. Aus heutiger Sicht sicher ein bescheidener Anfang, aber zu seiner Zeit war der RS6 C5 ein Hammerauto, als Avant und auch als Sedan, also Limousine. Es war nicht einfach, so viel Leistung in ein Serienauto zu packen, aber es lohnte sich und die Resonanz auf den Ingolstädter Allroundler war gewaltig. 250 Topspeed und in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 mit einer 5-Gang-Tiptronik waren top. Ja, ich denke, wir haben am Anfang schon die Kundenerwartungen übertroffen. War zu der damaligen Zeit schon auch ein wenig verrückt, aber aus unserer Sicht ein super Statement, dass wir so ein Auto mit 450 PS gebracht haben, hat keiner erwartet. Kunden waren begeistert. Die Laufzeit des ersten Modells war dann mit 2 Jahren relativ schnell vorüber und Kunden haben sich dann gefreut, eigentlich schon wieder auf die nächste Generation, wo wir die Erfolgsgeschichte weiterschreiben wollten. Eine Nummer schärfer war dann der Audi R6 C6. Man reagierte beim R6 immer auf die Kundenresonanz. Der Luxus-Kombi kam an, sehr gut sogar. 5 Liter Hubraum, 10 Zylinder und 579 PS mit einem Drehmoment von 650 Newtonmetern sprechen für sich. Eine 6-Gang-Wandler-Automatik sorgte für Vortrieb und bei der Inneneinrichtung zeigt der C6 viel Sportliches. Dazu gehören auch diese Sportsitze, halt RS6 typisch. Er wurde 2008 als Avant und Sedan angeboten. Für mich ein ganz besonderes Auto, ein Wolf im Schafspelz sozusagen. Also eines ist klar, ich persönlich würde mich immer für einen Quattro- oder Allradantrieb entscheiden. Der bietet einfach reichlich Vorteile. Man hat nicht nur einen Vorder- oder einen Hinterradantrieb, sondern beide Achsen werden mit Leistung versorgt. Und dadurch hat man dann aus den Kurven heraus, wenn man zum Beispiel mal auf einer Rennstrecke eine schnelle Zeit fahren will, reichlich Traktion. Und es gibt natürlich noch den Sicherheitsaspekt im Winter. Oder wenn man einen Hänger zieht, dann hat man mit einem Allradantrieb reichlich Vorteile. Schon damals war er ein echter Hingucker, eine zeitlose Schönheit. Somit ist schon dieser Audi R6 C6 beliebt wegen seiner Vielseitigkeit. Was da heißt, er ist ein Sportler mit Transporttalent. In 2008 zählte er zu den Lieblingskombis überhaupt. Typisch für den R6 2008 war dieses Cockpit und die verwendete 6-Gang-Automatik-Tiptronik. Augenweide ist natürlich der Blick unter die Motorhaube. . 2015 bereicherte der R6 C7 das Straßenbild. Schon erheblich markanter und sehr selbstbewusst ist sein Auftritt. Mit einem 4-Liter Biturbo V8 Motor und einer Leistung von 605 PS. Für den Sprint auf 100 benötigte er nur 3,7 Sekunden und 305 Topspeed waren mit einem Dynamikpaket möglich. Auch verfügte er natürlich über einen elektronisch geregelten Allradantrieb, der dem C7 ein sehr sportliches Fahrverhalten ermöglichte. In seiner Klasse zählte er zu den stärksten Serienkombis überhaupt. Kleiner Nachteil, er wog rund 2 Tonnen. Also für die Märkte und die Kunden war der Schritt von C6 auf C7 aus meiner Sicht einer der größten durch den neuen Motor, der vermeintlich zu Anfangs weniger Leistung gehabt hat. Mit 560 zu 580 PS konnten wir trotz des spritzigen Motors und auch des höheren Drehmoments in Verbindung mit einem 8-Gang-Getriebe deutlich bessere Fahrleistungen für den Kunden erzielen, bei gleichzeitig stark reduziertem Verbrauch und CO2-Wert. Auch durch diese Zylinderabschaltung wurde die Reichweite größer, haben viele unserer Kunden sehr geschätzt. Genauso wie die dynamische Optik.
Das muss ich auch mal deutlich sagen, alle Audis sind, was das Interieur angeht, sehr sportlich ausgerüstet. Und das gilt für den kleinsten bis hin zum größten Auto. Das hier ist ein ganz normaler A6, der hat eine ganz sportliche Ausstattung. Doch beim RS6, da sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Da hat man sehr viele sportliche Accessoires. Es gibt ein sportlicheres Lenkrad, es gibt sportlichere Sitze. Und diese Sitze bieten auch beim Kurvenfahren reichlich Halt. Und so sieht das Auto, also der RS6 von innen aus. Der C8, also die vierte Generation des Audi RS6, ist voll digitalisiert. Ein virtueller Tacho gehört genauso dazu wie ein modernes Entertainment-System. Oder die Bedienung der unterschiedlichsten Systeme über einen Touchmonitor, um auch individuell das Fahrwerk selber einstellen zu können. Sportsitze mit viel Halt sind obligatorisch in einem Audi RS6. Der RS6 C8 besitzt einen 4 Liter V8 Biturbo-Motor und der erzeugt satte 600 PS und damit ist eine Topspeed von 280 km pro Stunde möglich. Voll digitalisiert und mit einer 8-Gang-Tiptronic ausgerüstet, geht dieser RS6 an den Start und überzeugt mit einem unglaublich sicheren Fahrverhalten. Ein Auto der Superlative. Ein Kleintransporter, der auch ein besonderes Audi-Image transportiert. Gefahren wird er übrigens nicht nur von leistungsfreudigen Männern, auch Frauen greifen hier ins Lenkrad. Ja, nun der Sprung vom C7 zum C8 unserer aktuellen Generation. Im Gegensatz zu den anderen Fahrzeuggenerationen gab es diesmal keine Änderung im Motorkonzept. Weiterhin ein V8 Biturbo, allerdings wieder ein komplett neuer Motor, weil inzwischen die Emissionsvorschriften auf der ganzen Welt sich verschärft haben, haben wir den Motor einmal komplett überarbeitet. Auch bezüglich Fahrdynamik haben wir ein weiteres Highlight in das Fahrzeug gebracht, nämlich zusätzlich zum Torque-Vektorin haben wir jetzt auch noch eine Hinterachslenkung, die das Fahrzeug zusätzlich agilisiert und auch beim Einparken hilft, weil der Wendekreis halt deutlich kleiner wird. So ausgerüstet zählt der Audi RS6 zu den wohl besten in seinem Segment. Erstaunlich für mich ist auch, dass sportliche Kombis nach wie vor einen hohen Stellenwert im Markt haben. Wir werden auch in der nächsten Generation natürlich wieder einen RS6 den Kunden anbieten können. Und man sieht es ja, wie sich die Fahrzeuge über die Zeit entwickelt haben. Die Hybridisierung nimmt zu. Das wird auch in der nächsten Generation der Fall sein. Und es gibt auf jeden Fall was, auf das sich die Kunden freuen können. Ja, zum Schluss muss ich sagen, dieser Audi RS6 ist schon ein ganz besonderes Auto und, das muss man auch betonen, er hat mittlerweile einige Nachahmer bei den anderen Herstellern gefunden. Der RS6 ist ein bullenstarkes Auto, er sieht sehr sportlich aus, kostet allerdings auch in der Basisversion so um die 130.000 Euro. Nicht gerade wenig Geld, aber dafür gibt es auch einen ganz besonderen Kombi oder besser gesagt einen Audi Avant. Das war's von mir. Tschüss.